Beginnen tun wir damit, wozu ein Baumdiagramm gut ist. Mit dem Baumdiagramm kann man sehr anschaulich die Wahrscheinlichkeitsrechnung erklären. Zudem zeigt es alle Ergebnisse eines mehrstufigen Zufallsversuchs und deren Wahrscheinlichkeiten auf einen Blick. Es liegen 8 Kugeln im Glas, 5 blaue und 3 rote. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich 3 blaue Kugeln hintereinander ziehe, wenn ich die Kugeln nach dem Ziehen wieder zurück ins Glas tue? Beim ersten Zug ist die Wahrscheinlichkeit 5 Achtel, da insgesamt 8 Kugeln in dem Glas sind. Die 5 steht für die 5 blauen Kugeln im Glas. Bei den 2 weiteren Zügen ist es dieselbe Wahrscheinlichkeit, da ich die Kugeln immer zurück ins Glas lege. Wie rechnet man die Ergebnisse zusammen? Ich multipliziere die 3 Brüche miteinander. Das Ergebnis in diesem Fall ist 24,4%. Das nennt man die Fahrtregel. Anhand der nächsten Aufgabe erkläre ich das Prinzip, wenn ich die Kugeln nicht zurücklege. Es liegen 5 blaue und 3 rote Kugeln im Glas. Da immer weniger Kugeln in dem Glas sind, ändern sich die Brüche. Wenn zum Beispiel die Aufgabe lautet, eine blaue und 2 rote Kugeln zu ziehen, sieht es folgendermaßen aus. Du musst der Fahrtregel folgen. Anschließend kommen wir jetzt zur Summenregel. Wir addieren alle Ergebnisse. Das Endergebnis in diesem Beispiel ist 26,3%.